Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann und bei mir sitzt diese Stunde Michael Jacobi. Servus. Hi. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch hier. Habt ihr eine super Aussicht von hier oben. So sieht's halt aus. Und wenn morgen Gewitter gibt, bin ich schon sehr gespannt drauf, weil wir sind ja auf Augenhöhe dann auch mit den Gewittern, gell? Aber du bist kein Wettervogel und deswegen hier, sondern was machst du, Michael? Ja, wir haben eine Veranstaltungsagentur und einen Online-Shop für Glitzer-Tattoo-Produkte. Veranstaltungsagentur, da geht ein leichtes Raunen durchs Publikum. Oh, euch geht's zurzeit nicht so ganz so rosig wahrscheinlich, oder? Ja, so seit einem Jahr? Semi, ja. So seit einem Jahr haben wir eigentlich keine Arbeit oder zumindest nicht in unserem Beruf. Ja. Aber es gibt jetzt was Neues und darüber sprechen wir gleich. Und du hast auch noch ein zweites Standbein gemeinsam mit deiner Frau. Da geht's um Glitzer-Tattoos und das und mehr und viel mehr über dich wollen wir diese Stunde erfahren. Schön, dass du da bist. Jetzt geht's erstmal ein bisschen Musik von Coldplay und The Weeknd im Supermax. Mein Gast diese Stunde ist der Michael Jacobi, Geschäftsführer der Little Star Events GmbH in Ginnheim. Richtig? Ja, das ist richtig. Und du kannst ruhig Michi zu mir sagen. Ach, du Michi ist da. Sehr gut, alles klar. Wenn mir Michael zu dir sagt, fühlst du dich dann an die Mama erinnert, wenn du was Böses gemacht hast, oder? Ich war noch nie in meinem Leben der Michael. Ernsthaft jetzt? Ich bin mein Leben lang der Michi und habe mich noch nie auch mit Michael vorgestellt eigentlich. Und die Eltern sagen auch Michi zu dir, oder was? Ja. Oder Sohn? Ja. Wenn sie streng sind. Kommt drauf an, wie ernst es meint wahrscheinlich. Genau. Kommen wir mal zu deinem Business. Die Little Star Events GmbH. Was macht ihr? Ja, also wir machen nicht einfach nur Veranstaltungen aller Art, wie so viele immer sagen. Mhm. Ja. Wir machen alles. Wir machen ja einer für alles. Nichts richtig, aber wir machen es. Nee, wir haben Schwerpunkte und die liegen in der Pädagogik am Ende. Also, so, also Little Star, da geht es um Kiddies, ja? Ja, auch. Da hat alles angefangen am Ende. Also mit Kinderverkehrserziehung, Kreativförderung, Bewegungsförderung. Also alles, wir mögen es eigentlich so Sachen mit einzubinden, die auch einen Mehrwert schaffen am Ende. Und daraus ist natürlich, ja, am Ende macht man doch immer mehr bei einer Veranstaltungsagentur und wird viel gefragt. Und dann ist ein Steckenpferd auch die Kommunikation mit Menschen geworden, weil wir es gewohnt waren, auf Menschen zuzugehen und natürlich mit Kindern am Anfang das beste Feedback immer hatten. Mhm. Ja, und zwar das Ehrlichste und Direkteste. Genau das. Und dadurch, das war scheiße. Oder das war super. Ja, und dadurch halt auch super Mitarbeiter, die das schon gewohnt sind. Und so haben wir dann auch angefangen, ja, für Kunden viel Firmeninhalte wiederzugeben. Was weiß ich, auf Messen zum Beispiel auch Ausbildungsmessen, jungen Menschen Wege zur Arbeit irgendwie aufzuzeigen und solche Sachen kamen dann noch hinzu. Ja, und so arbeiten wir seit vielen Jahren, insbesondere in und um Frankfurt für Stammkunden. Und wer sind wir? Wir sind tatsächlich wirklich ein Familienunternehmen, das hauptsächlich aus Sarah und mir, also meiner Frau und mir, besteht. Grüße an die Sarah, jawohl. Ja, die ist gerade beschäftigt, deswegen bin ich alleine hier, aber haben natürlich ganz, ganz viele tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Hoffentlich habe ich das ordentlich ausgedrückt. MitarbeiterInnen kann man ja mittlerweile sagen, ne? Ja, also, wie auch immer. Ich entschuldige mich bei Frauen allen, und Männer. Falls ich... Oh, sind alle genannt, ja, okay, ich. Danke. Na klar. Wie viele sind es? Mitarbeiter oder wechselt es? Das Wechsel ist total schwierig. Im Moment müssen wir ein Team halt ganz neu auch aufbauen, ja, klar. Weil wir ganz viel auch mit Studenten arbeiten. Und das waren ja auch ein bisschen die Leidtragenden der letzten Zeit, weil ihnen ganz viele Nebenjobs auch weggefallen sind, die es viel bei uns natürlich auch gibt. Ja. Und dadurch, dass wir über ein Jahr nichts machen konnten, sind wir jetzt auf der Suche. Ja, ach so, ihr sucht MitarbeiterInnen? Ja, genau, weil eine Eventagentur aus Frankfurt, die baut Impfzentren und wir dürfen dort für den reibungslosen Ablauf sorgen. Das macht ihr auch noch, das klingt ja auch spannend. Ja, endlich wieder, das erste Mal Arbeit. Also, das erste Mal seit einem Jahr? Ja, in Impfzentren dürfen wir so Wege zeigen, die Anmeldung machen, wie geht's weiter, also dem eigentlich für das medizinische Personal da sein, dass die reibungslos und einfach nach Termin durchimpfen können. Seid ihr da schon vor Ort oder baut sich das gerade erst noch auf? Das baut sich alles momentan auf und wird dann jetzt teilweise schon Testläufe werden da schon gemacht, ja, und das geht jetzt los und wird jetzt immer mehr, weil es dann ab 1. Juni wahrscheinlich, kommt drauf an, wie viele Impfdosen vorhanden sind, wird es dann wahrscheinlich aktuell in sämtlichen Betrieben sein, dass man auch die Mitarbeiter schützt.
Wunderbar, schön, dass du hier bist. Michi, der Michael Jacobi ausgesprochen ist bei mir, Geschäftsführer der Little Star Events GmbH in Ginnheim. Und ihr habt noch ein zweites Standbein, also was sehr Interessantes. Da geht es um Glitzer-Glitzer-Tattoos, aber darüber sprechen wir gleich. Jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik hier bei Radio Frankfurt. Hier sind Jonas Blue mit Something Stupid featuring Ava. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Bei mir ist der Michael Jacobi. Wenn man dich so vorstellt, erkennt sich wahrscheinlich gar keiner, ne? Ja. Der Michi. Ja, der bin ich. Von Little Star Events in Ginnheim. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Er macht tolle Events, unter anderem für Kinder und für Firmen, Kommunikationsevents. Und du hast noch ein zweites Standbein. Und jetzt geht es um Glitzer Glitzer. Was ist das? Ja, genau. Wir verkaufen hauptsächlich online eigentlich Glitzer-Tattoos. Glitzer-Tattoos? So Einhörner und so? Ja, auf jeden Fall. Nicht nur, also Einhörner haben wir bestimmt 10 in der Auswahl oder mehr. Also ohne die geht's nicht. Wie groß? Auch so ein rückengroßes Einhorn-Tattoo für ein oder Klebetattoo? Nee, aber ich mach dir das. Ich bin für alle Schandtaten bereit. Also wenn du dein eigenes möchtest, wir machen auch individuelle. Das mache ich mal, so ein Rücken-Einhorn-Glitzer-Tattoo. Nee, was habt ihr da alles? Oder was ist das für ein Laden? Ja, also ja. Beziehungsweise Online-Shop erstmal. Ein Online-Shop, ja. Es geht wirklich darum, was du eben gesagt hast, um Einhörner, aber natürlich 900 andere Motive oder jede Art von Schmetterling und Fee und Fußball und Rennauto, was du möchtest. Also für Mädels und Jungs. Natürlich. Ne? Muss man dazu sagen. Muss man wirklich dazu sagen, ja. Weil... Bei Glitzer denkt man immer erst an Mädchen, ist klar, ne? Tatsächlich denkt man das, aber wirklich fast genauso viel Jungs lassen sich jetzt auf Veranstaltungen, merkt man das extrem, lassen sich auch eine Glitzer-Tattoo machen. Natürlich bekommen Mädchen eher das Glitzer-Tattoo-Set geschenkt. Ja, also wenn jetzt beim Kindergeburtstag mögen die Jungs das auch, aber da wird es eher von den Eltern angeboten, als das jetzt das als Geschenk mit dabei kommt. Aber ansonsten, die Jungs beim Fußballgeburtstag darf das auch nicht fehlen, dass dann ein Fußballschuh und alles mit dabei ist. Beim Pferdegeburtstag sind es dann, was weiß ich, 10 verschiedene Pferde, die die ganzen Kinder machen, Freundschaftstattoos, die halten 3 bis 10 Tage, sind wasserfest, hautfreundlich und seit neuestem sogar biologisch abbaubarer Glitzer, den wir verwenden. Oh, hervorragend, das klingt gut. Wie kam es dazu? Weil, wie gesagt, Little Star Events war wahrscheinlich eher da, oder? Ja, genau, dadurch kamen wir am Ende dazu. Ja, also man ist immer auf der Suche nach kreativen, neuen und tollen Sachen. Und so sind wir auf die Tattoos aufmerksam geworden. Wir haben die gesehen. Da war jemand auf einem Stadtfest. Dann haben wir gerade, wo kommt das her? Und dann haben wir aus dem Ausland mitgebracht und dann haben wir das rausgefunden und haben dann irgendwie das erstmal für uns in Massen bestellt, so dass sich die Lieferkosten rechnen. Und irgendwann haben wir gemerkt, das wollen auch alle anderen haben. Und das Produkt ist so geil und funktioniert so gut, weil keiner von uns hat, ja, wahrscheinlich haben wir schon Millionen Tattoos selbst auf Veranstaltungen gemacht, weiß, wie geil das Produkt ist, weil wir es selbst verwenden und natürlich alle anderen Agenturen rund um in Deutschland, die auch mit Kindern und auf Veranstaltungen arbeiten, wollten das auch haben. Mhm. Und so war am Anfang eigentlich hauptsächlich der Online-Shop eigentlich für Professionelle da. Mhm. Aber da sind Kinder... Den ihr gegründet habt dann. Ihr habt das aus dem Ausland hergeholt, habt einen eigenen Online-Shop dann entworfen. Okay, cool. Aber dann ist das Produkt so einfach, dass es jedermann zu Hause machen kann, weil eine Schablone ausmalen, schaffst du auch, oder? Ich glaube, das kriege ich hin, ja. Und ein bisschen Glitzer drüber streuen? Aber klaro. Ja, siehst du. Und wie ging es dann weiter oder wie geht's weiter? Weil ihr habt jetzt erstmal einen Online-Shop, aber das eben irgendwas vom Laden erzählt, wo deine Brille auch runtergefallen ist oder was? Ach so, genau, ja. Wir hatten ja jetzt nicht wirklich in unserem Beruf Arbeit, aber wie sagen sie alle, ja, ihr Selbstständigen seid doch kreativ und wir... Gut, irgendwann hört die Kreativität auf und man sucht einfach, was man arbeiten kann. Ja? Und wir haben dann gesagt, wir wollen den Menschen in Frankfurt die Möglichkeit geben, auch in der realen Welt in unseren Laden zu kommen und Glitzer zu kaufen. Und deswegen bauen wir gerade einen Laden in Ginnheim um, wo wir dann mit Büro und Laden und Online-Shop so als eine Mischung aus allem, was wir so tun, da reinziehen werden. Wann wird es sein? Ja, das ist die große Frage. Ne? Was habt ihr für ein Ziel gesetzt? Ja, September war Ziel. Okay, also dauert noch ein Weilchen. Bisschen. Juni, Mai, Juni, Juli, August, September. Oh, geht ja 4 Monate. Ja, machst alles selber oder was? Ja, aber ich muss jetzt keinen Handwerker für handlange Arbeiten bezahlen. Okay, also wir sind es gewohnt, auf Veranstaltungen zu arbeiten. Mhm. Und dementsprechend, was ich selber machen kann, das tue ich.
Muss aber niemanden dafür bezahlen, irgendwelche Sachen wegzuschmeißen oder um die Ecke zu tragen. Hervorragend. Michi Jacobi ist hier bei mir. Er ist der Geschäftsführer der Little Star Events GmbH in Ginnheim und betreibt momentan noch erst den Online-Shop, bevor es den richtigen Laden gibt, von Y-Body Glitzer. Ich sage ich doch Y, wobei es okay. Keiner sagt Y, ne? I-Body, E-Body. Wichtig ist, es wird mit Y geschrieben und danach kommt der Körper auf Englisch. Also E-Body, genau. Wie Everybody für alle. Ah, ohne Every, halt nur um das E-Body, -glitzer.de, da findet ihr momentan noch alles online. Wir babbeln gleich weiter, jetzt hören wir Musik hier im Supermix. Hier sind die Purple Disco Machine und Sophie and the Giants bei Radio Frankfurt. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann, bei mir sitzt der Michi Jacobi. Grüß dich, fühlst du dich noch wohl? Ja, doch. Sehr gut, ne? Ja, schweift immer ein bisschen rum. Gell, hier kann man sich gut gehen lassen. Ne? 360 Grad gläserner Rundumblick mit Postkartenaussicht auf die Skyline, ne? Ja, aber genau. Mods, ne? Das ist immer abgelenkt, also ein bisschen. Genau, du bist hier, weil du Chef bist, beziehungsweise Geschäftsführer der Little Star Events GmbH in Ginnheim und von iBody Glitzer. Ihr macht Tattoos, wir haben eben schon drüber gesprochen und was ich ganz geil finde, ihr fertigt auch individuelle Tattoos an, ne? So Glitzer-Tattoos. Ja genau, ich zeig's dir gerade mal hier, also wir haben jetzt als Beispiel einfach euren Play-Button hier. Ah, unser Radio Frankfurt-Logo, jawohl, super. Das glitzert das schon, nee, oder? Das glitzert auch nicht, das ist die Schablone. Ach so, okay, was mache ich dann mit der? Die ist dreilagig, die musst du dann mit der Trägerfolie auf die Haut auftragen, abziehen, mit Kleber ausmalen. Und dann trocknen lassen den Kleber. Und Glitzer drauf. Und Glitzer drauf, hält 3 bis 10 Tage. Da mache ich beim Chef aber ordentlich Eindruck, wenn ich mit so einem Logo hier rumlaufe. Auf jeden Fall. Also du kannst für jede Firma, jedes Event oder auch jede, keine Ahnung, Comicfigur oder so. Ja genau, es hat natürlich ein bisschen Grenzen, dass man ein bisschen ein paar Sachen eventuell optimieren muss, damit es als Schablone nutzbar ist. Ja. Aber prinzipiell ja. Oder vereinfachen, so dass es nicht zu filigran wird und dann auch noch schön kommt auf dem Arm. Aber dieses Logo zum Beispiel ist sehr perfekt dafür geeignet, weil es sehr deutlich ist. Mhm. Ja, aber prinzipiell machen wir eigentlich jede Comicfigur, haben wir auch nicht jede gemacht, aber schon viele Comicfiguren als Schablone umgesetzt. Ja. Und dann haben wir so viele verschiedene Glitzerfarben, dass eure auch dabei ist. Mhm. Könnt ihr auswählen zwischen Eco, Pure, Bio-Glitzer oder wer es noch altbacken mag, haben wir auch noch ein bisschen Polyester-Glitzer am Start. Aber eigentlich wollen wir... Polyester-Glitzer, okay. Ja, aber eigentlich wollen wir so gut es geht auf Bio umsteigen, weil irgendwie Nachhaltigkeit sollte für alle ein Thema sein. Finde ich eine gute Sache und ist auch ein geiles Werbematerial, oder? Wenn du Events hast und hast Firmenlogo oder irgendwas und das mit dem läuft dann jeder rum und es glitzert auch noch, ist doch perfekt. Ja, definitiv. Zum Beispiel Frankfurt, Fraport Skyliners machen ihr Logo auch manchmal auf Veranstaltungen, haben das Logo auch für die schon angefertigt und dürfen das vor Ort auch mitmachen. Mhm. Da kommen beide Sachen zusammen, die Events und unser Online-Handel, dass wir unser eigener Kunde sind. Mhm. Aber ansonsten, ja, deutschlandweit und mittlerweile sogar weltweit vertreiben wir die Marke und die Glitzer-Tattoos. Und da haben wir schon ganz viele, auch sehr große, namhafte Firmen, die ihr Logo von uns dann bei Veranstaltungen und zu Werbemaßnahmen oder halt fürs nächste Mitarbeiterfest. Natürlich! ebody-glitzer.de mit 2x Y ist der Online-Shop und bald wird es wohl auch in Ginnheim einen Laden geben, an dem wird gerade kräftig gearbeitet. Michi Jacobi ist mein Gast diese Stunde, ich bin Marcel Ehmann. Michi, habt ihr schon mal eine Granate als Glitzer-Tattoo entworfen? Eine Granate, ein Feuerball haben wir auf jeden Fall, geht vielleicht als Granate durch. Ja, würde ich auch sagen. Michi Jacobi ist Geschäftsführer einmal der Little Star Events GmbH in Ginnheim, zusammen mit deiner Frau, ne? Ist ja, genau. Mit Geschäftsführerin? Genau. Nee, ich bin alleine Geschäftsführer, alles klar. Aber trotzdem wie überall die Frauen schauen, dass alles läuft, ne? Geld in die Warenchefin. Die Warenchefin sind überall die Frauen, genau. Oder? Sind wir mal ehrlich. Auf jeden Fall, so ist es. Ist ja auch wichtig, dass es so ist. Wichtig, also ich finde es gut. Und erstmal zu den Events noch zu kommen, beziehungsweise deinem zweiten Standbein, die ebody-glitzer.de, der Online-Shop, der auch bald als richtig echter Laden zu besuchen ist, auch in Ginnheim, ne, oder? Das ist richtig, genau, in der Ginnheimer Landstraße 165. Mhm. ebody-glitzer.de noch als Online-Shop vorhanden natürlich und auch weiterhin, selbstverständlich. Erstmal zu dem, Michi, wo kommst du überhaupt her? Kommst du aus Frankfurt? Geboren bin ich in der Pfalz. In der Pfalz, wo genau? In Neustadt an der Weinstraße. Auch schön, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist schön, aber ich bin jetzt wirklich mit dem Herzen in Frankfurt seit so vielen Jahren. Also ich habe hier meine Heimat und mein Zuhause gefunden. Das hast du studiert? Ja,
Was? Sportwissenschaften. Ach du lieber. Und Pädagogik und Psychoanalyse. Psychoanalyse, wieso das denn? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ich zeichne angekreuzt. War noch übrig. Nein, wir können ja mit dir anfangen, ne? Oh mit Gott, der Analyse. Jetzt wollen wir aber danach, wenn das Mikro wieder aus ist. Nee, aber Pädagogik und Sportwissenschaften ist ein bisschen mehr mein Lebensmittelpunkt auch. Hast du ja auch so ein bisschen dann in deine Events mit einfließen lassen können, zumindest die Pädagogik, ne? Ja, genau. Und auch Sportförderung natürlich auch gewissermaßen in manchen Veranstaltungen mit dabei und die Pädagogik sehr. Und die Frau, wo hast du die kennengelernt? Die Frau, deine Frau? Ja, also so privat, ja, auf der ersten Party von Sportwissenschaften direkt. Perfekt. Ja, da war es dann vorbei, ne? Hat es direkt gefunkt. Da hat es gefunkt und irgendwie seit, ja, 2005. Sauber. 18.11., ja. Ah, okay. Ja, hast du dir extra aufgeschrieben, ne, für die Sendung? Ja, klar. Guck mal, ich weiß noch, was der Tag. Kann jeder. Yes. Den habe ich drin. Und habt ihr Kinder? Ja, genau, zwei Stück. Was für Kinder? Wie alt? Junge Mädchen. Alright. Junge Mädchen, 7 und 11 Jahre alt. Perfekt. Und die stehen ja voll auf Glitzer, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, müssen auch manchmal, ne? Also, lasst ihr die immer so als Reklametafel rumlaufen mit hunderten von Glitzer-Tattoos überall? Ja, oder für Fotos halt. Ja, also die müssen dann mal stillhalten, um ein bisschen Fotomaterial zu bekommen. Aha, ja. Aber die machen das gerne und unterstützen uns und mögen selbst natürlich auch Glitzer-Tattoos. Ja, und wie kam es dann von deinem Sportstudium zu den Events und zu dem Glitzer? Glitzer haben wir schon geklärt, aber zu den Events? Ja, überhaupt. Ja, ich meine... als Student, ich musste arbeiten, um mein Geld zu verdienen. Natürlich hatte ich Glück, dass meine Eltern mich bei der Miete unterstützt haben, aber wenn ich nochmal essen, feiern, Spaß haben möchte, für das normale Leben arbeiten müssen. Ich habe immer auf Veranstaltungen gearbeitet und dadurch war ich schon lange selbstständig und habe dann die Kommilitonen mit eingebunden am Anfang und habe nebenher irgendwann nur noch studiert. Das auch abgeschlossen, das Studium, aber wir haben dann immer ab dem zweiten Semester eigentlich mehr gearbeitet als studiert. Und nach dem Studium bist du dann direkt in die Eventschiene rein oder was hast du davor was anderes gemacht? Nee, alles fließend. Also ich habe das Studium nebenher fertig gemacht und habe die Firma wirklich von Beginn vom Studium an aufgebaut. Und diese Snowboard-Lehre und so, was du mir im Geheimen verraten hast, ist das nicht offiziell das oder was? Das fand meine Frau, glaube ich, auch super, dass ich das dann aufgegeben habe. Snowboard-Lehre, ach ja, gehst du wieder Snowboard-Lehre machen für ein paar Wochen? Hier bleib anständig, gell? Ja, genau. Ich habe natürlich nie irgendwelche Klischees erfüllt. Selbstverständlich nicht. Und aber deswegen war es meiner Frau doch lieber. Nee. Wir haben uns auf die Little Star Events konzentriert. Sehr gut. Aber du warst Snowboardlehrer und Reiseleiter. Ja, genau. Das war ein Unternehmen aus Mannheim. Hm? Ja, ich kann sie auch mal grüßen, weil wir dürfen ja hier in privaten Werbung. Machen, was du willst sozusagen. H2O Tours aus Mannheim. Arbeitet mit dem Engelhorn und Sports dort zusammen und deswegen kann man gerne mal Werbung machen, weil natürlich auch ein Reiseunternehmen wie wir als Veranstaltungsbranche auch ein bisschen gebeutelt ist in der momentanen Zeit. Ja. Der Winter war hart für die, aber ja, Grüße nach Mannheim. Und jetzt geht's wieder los für euch auch mit den Events und ihr sucht dringend MitarbeiterInnen und deswegen nochmal der Aufruf, ne? Ja, genau. Wir dürfen jetzt für Betriebe, Unternehmen, Impfzentren betreuen, unterstützen und dafür gerne Studenten, Aushilfskräfte, alle, die Lust haben zu arbeiten, eine sinnvolle Arbeit zu machen, meldet euch bei uns. Mhm. Die Hürde ist, findet raus, wie ihr mich per E-Mail kontaktieren könnt. Aber einen Hinweis geben wir schon noch, und zwar die beiden Homepages von deinen beiden Firmen, und zwar einmal www.little-star-events.com, und wenn ihr es da nicht findet, da findet ihr es bestimmt auf dem Online-Shop von euren Glitzer-Tattoos, schreibt sich www.ebody, und zwar ybody-glitzer.de. Michi, schön, dass du da warst. Ja, ich fand's super. Hat mir sehr gut gefallen. Mir auch. Gerne wieder. Nächste Woche, gleiche Zeit. Kommst du einfach morgen wieder, ist kein Problem.